Meine lieben Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds. Ich sage jetzt doch immer den ganzen Titel. Am Anfang habe ich gesagt, ich sage das jetzt nicht immer. Und jetzt sage ich immer den ganzen Titel. Schön, dass ihr mit am Start seid. Die letzte Folge war auch wieder interessant und unterhaltsam und spannend, hoffe ich doch für euch. Und wir haben einen neuen Bogen, unter anderem jetzt hier auch den Jägerbogen von dem Manuk. Mit dem können wir zum Beispiel Wildschweine auseinanderschießen. Wobei, doch, war ein One-Shot sogar. Ah, okay. Wir wollen zum Wolkenspeer. Zum Wolkenspeer, aber erst einmal... Frischer geht's nicht. Frischer geht es nicht. Saftig, süß, lecker, lecker. Ah, die Berge hier sind schon sehr schön. Erstmal gibt es hier noch etwas zu sammeln an diesem See, nämlich ein Pigment. Da wollte ich mich mal ganz kurz umschauen. Wir wissen, Pigmente gibt es auch in der Nähe vom Wasser. Guck mal, hier ist ein richtiges Lager von denen hier. Mensch, was habt ihr denn hier Schönes? Ihr habt euch ja hier ein riesiges Lager eingerichtet. Habt ihr hier auch Pigmente am Start? Ich brauche dringend Pigmente. Und zwar für die... Ja, hier ist es doch. Oder? Auf jeden Fall ist hier eine lila eine Kiste. Nee, da ist ein Krieger-Outfit-Gewebe drin. Das ist gut. Das ist tatsächlich gut. Können wir mal mitnehmen. Du hast also die Banditen aus Steinfall vertrieben. Ja, habe ich. Habe ich tatsächlich. Aber ich suche eigentlich ein Pigment. Habt ihr hier sowas? Also der See ist grundsätzlich schon mal richtig. Wir sind hier grundsätzlich richtig. Die Frage ist jetzt nur... Ach, guck mal. Die bohren hier mit den Maschinenteilen Löcher ins Eis. Wie geil ist das denn? Es reicht nicht, einen Fisch zu fangen. Man muss denken wie ein Fisch. So, und jetzt hast du ein Loch ins Eis gebohrt. Jetzt musst du es ja wieder rausholen. Ey, wie cool ist das denn? Die haben hier Maschinenteile. Also von so diesen, von den Grasern wahrscheinlich oder sowas. Die bohren ja schon mal gerne. Und damit bohren die dann hier ihre Löcher ins Eis. Damit man das nicht selber machen muss. Spart auf jeden Fall Arbeit. So, also irgendwo hier müsste das Pigment sein. Generell in dem Areal. Ich hätte jetzt gedacht am Wasser, aber anscheinend nicht am Wasser. Da ist es, ich hab's gefunden. Es ist tatsächlich am Hang. Boah, der normale Bogen macht zu wenig Schaden, auch bei Ziegen, ne? Das ist echt ein bisschen mau hier mit den 15 Damage. Aber okay, wenn wir dann ein paar mehr Pfeile... Wir können ja 3 Pfeile auf einmal schießen, dann geht's auf jeden Fall. Sieht gut aus. So, hier, das ist glaube ich auch schon das letzte, oder nee, ich glaube vorletzte Pigment. Das ist das dunkle Oxid. 8 von 9, genau, das ist das vorletzte. Also eins fehlt jetzt noch. Bei den Tierfiguren fehlt noch eins und bei den Pigmenten fehlt noch eins. Aber soweit hierzu. Mehr wollte ich hier gar nicht. Jetzt geht's für uns zu dem Lagerfeuer. Und dann müssen wir wahrscheinlich sowieso auf den Pfad hier, damit wir dann hier einmal rum... Vielleicht holen wir uns dann da sogar noch die 5 Blauglanz, die da im Berg irgendwo sind. Wenn wir schon mal da sind, dann würde ich die auch mitnehmen. Ich weiß nicht, ob das Blauglanz, was auf der Karte verteilt ist, ich weiß nicht, ob das zu den 100% dazu zählt. Zu den 100% Frozen Wilds, weil ich will natürlich auch bei Frozen Wilds 100% schaffen. Und ich weiß aber nicht, ob die Blauglanzdinger auf der Karte dazu zählen. Hier ist der Pfad. Wir folgen ihm einfach. Wir gehen mal zu Fuß. Ich könnte jetzt auch reiten, aber wir gehen heute mal zu Fuß spazieren. Und wie gesagt, wir kommen dann am Blauglanz vorbei. Da würde ich dann noch mitnehmen, wenn wir schon mal unterwegs sind. Das würde ich dann noch mitnehmen. Der Weg ist halt so ein bisschen... Es ist ein kleiner Umweg. Wir müssen halt einmal komplett rumlaufen. Aber bevor ich jetzt anfange, hier irgendwie zu versuchen, da hochzuklettern, wo die Felsen sind, da brauchst du dann im Endeffekt länger, als wenn du einfach dem Weg folgst. Auch wenn der Weg erst einmal aussieht wie ein Umweg. Aber hier oben in den Bergen, da müsste irgendwo dieser Blauglanzvorrat sein. Ich meine, auf der Karte sieht es so aus, als gäbe es da 5 Stück. Alle sehr nah beieinander. Ich weiß halt jetzt nicht, wie schwierig die zu finden sind. Aber jetzt sind wir mal hier. Wir werden hier so schnell nicht nochmal hinkommen. Deswegen gucken wir uns jetzt natürlich auch mal um. Es müsste hier irgendwo Vorräte geben. Und zwar nicht nur, nicht allzu knapp, sondern 5 Stück, wie gesagt. Warte mal, sind wir auf dem richtigen Weg? Ja, wir sind eigentlich schon genau da, wo es sein müsste. Noch sehe ich allerdings nichts. Doch, hier ist schon mal einer. Okay, also liegen tatsächlich teilweise einfach frei rum. Der zumindest. So, Nummer 1. Da vorne sehe ich schon den zweiten. Oh, was ist denn das hier? Hör mal, in den Bergen ist alles voll mit diesem Blau... Alles voll mit den Blauglanzdingern hier. Das ist ja übelst nice. So, 2. Und dann habe ich hier vorne schon nochmal 3 gesehen. Jawohl. Also so viel Aufwand ist es ja dann gar nicht. Ich habe gedacht, wir müssen jetzt lange suchen. 3. So, jetzt gibt es noch 2 weitere. Einer ist noch hier ein bisschen weiter unten. Hier ist noch einer, genau. Okay, Nummer 4. Also liegen hier einfach frei rum am Hang. Ey, man muss halt nur erstmal hier hinkommen. Aber jetzt waren wir ja sowieso gerade in der Nähe zufällig. So, und jetzt noch ein letzter, der hier noch irgendwo ganz... Da ist er. Okay, das ging sehr schnell. Einfach mal so, mir nichts, dir nichts. Einen Schamanen sehr glücklich machen. Mir nichts, dir nichts, mal eben so 5 Blauglanz mitgenommen. Das ist aber doch sehr schön.
Können wir wieder sinnlose Kisten kaufen, wo nichts drin ist, was wir brauchen können. So, jetzt geht's zurück zum Pfad und dann in Richtung Donner. Nee, Wolkenspeer, nicht Donner. Wolkenspeer. Hier den Berg hoch. Ist auf jeden Fall sehr eisig und sehr, aber auch sehr schön. Ich mag das DLC. Das DLC ist optisch wirklich sehr ansprechend. Warte mal, ich rufe jetzt aber doch mal mein Pferd. Das dauert mir sonst zu lange hier. Weiter geht's. Und wir sind ja jetzt auch auf einem guten Weg, das tatsächlich mal abzuschließen, das DLC. Ich meine, ja toll, jetzt hat es sich ja sehr gelohnt, dich zu rufen, Mensch. Die 2 Meter. Hätte ich gewusst, dass wir hier direkt in die Seil rutschen müssen. Aber müssen wir gar nicht. Nee, warte mal, wo geht denn der eigentliche Weg weiter? Schaut mal hier. Auf der Karte sieht das doch so aus, als gehe hier ein Weg, weil die Seilrutsche, die führt nach da unten. Aber es sieht doch so aus, als gäbe es hier noch einen Weg, wo ich bin. Aber es gibt keinen Weg. Also was ich eigentlich sagen wollte, wir sind ja jetzt endlich auf einem guten Weg auch, ne? Nachdem wir damals angefangen hatten. Die Kälte fühlt sich beinahe wie Sonnenbrand an. 2017 oder wann angefangen hatten mit dem DLC und dann ja eine sehr lange Pause hatten, sind wir ja jetzt momentan auf einem ganz guten Weg, das also tatsächlich auch abzuschließen hier, das DLC. Und das freut mich. Ich freue mich, wenn wir das abschließen. Dann haben wir wieder eine Aufgabe quasi auf dem Kanal erledigt. Am besten ohne zu sterben, das wäre jetzt noch so mein Wunsch. Da unten sind auf jeden Fall Maschinen, aber der Weg, die Richtung stimmt schon mal, nur es ist ja halt sehr tödlich. Ich glaube, wenn ich da jetzt runterspringe, bin ich tot. Das will ich eigentlich nicht riskieren. Wir müssen sehr vorsichtig sein, aber wir haben es geschafft. Okay, hier sind wir wieder auf dem Weg. Also ich weiß nicht, wie man sonst hier auf den Weg weiterkommt, aber angeblich geht es ja irgendwie. Jetzt sind wir jedenfalls wieder auf dem richtigen Weg. Schwierig, der ist hier sehr versteckt alles, sehr versteckt und verschneit. Warte mal, was war nochmal der Auftrag? Ein Banuk-Schläger Inatut wurde für den Mord an einem Fremden ins Exil verbannt, doch er beteuert, das Verbrechen nicht begangen zu haben. Aloy untersucht seine mögliche Unschuld, genau. Und dann haben wir ihm Kaja-Kleidung besorgt Inatut? Und einen Beweis. Inatut! Hat er Schutz gesucht? Ich hoffe, das hat er. Wir haben den Beweis gefunden, dass er unschuldig ist. Und jetzt ist er aber schon verbannt worden und wir wollen ihm also Kleidung bringen und dann mit dem Beweis ihn quasi zurückbringen aus seiner Verbannung. Aber hier lag ein Eiswiderstandstrank, das macht mir gerade so ein bisschen Sorge. Das ist kein gutes Zeichen. Ziemlich faszinierend. Hinterm Fels. Der sitzt hier tatsächlich ohne Klamotten im Schnee. Oh Gott, das hält er doch keine 10 Minuten durch, Mann. Wie lange sitzt du denn hier schon, Kollege? Der arme Kerl, guckt euch das mal an, Mensch. Ohne Klamotten. Nora-Mädchen? Bist du das wirklich? Oder sitzt die Kälte schon in meinem Kopf? Ich kenne die echten Mörder. Keiner muss mehr deswegen sterben. Nimm die hier. Kleidung eines Kaja. Bin ich nicht schon genug gestraft? Aber besser als nichts. Ich schwöre, ich sah dort schon meine Ahnen. Sie sagten, uns wundert nicht, dass du hier bist. Du solltest dich beeilen. Maschinen. So viel dazu. Hatte ich doch recht mit dem Frostwiderstandstrank. Aber dann sehe ich das mal als Zeichen. Eieieiei. Dann sehe ich das mal als Zeichen und werde mir mal so einen Frostwiderstandstrank reinpfeifen. Denn angeblich... Also wenn wir den da finden, dann gehe ich mal davon aus, dass wir den benutzen sollen, ne? So, und dann ganz ruhig, Kollege. Ganz ruhig. So schon mal gar nicht, ja? Damit das mal klar ist hier, Kollege. Kollege Grünzwerg. So, wir haben hier verschiedene Plünderer und sonstigen Krams. Aber ganz ehrlich, die können mir ruhig gestohlen bleiben. Die hacke ich doch mal eben auseinander hier. So, den aber auch. Und dann noch ihn hier. Moment. Ich sterbe gerade fast. Das ist ein normaler Plünderer, aber selbst der kann problematisch werden. So, warte mal, jetzt muss er kurz... Und nochmal. Und... Okay, das war's noch nicht. Oh, shit. Moment mal, Freunde. Was war da jetzt gerade? Wir hatten doch gerade nur ein paar Plünderer. Wo kommen die denn jetzt her? Wer hat die denn jetzt eingeladen, die Kollegen? Ich war es nicht. Wer hat euch zur Party eingeladen? Könnt ihr mir das mal erklären? Wer hat euch zur Party eingeladen? Ich war es definitiv nicht. Okay, Freunde, jetzt haben wir noch mal ein ganz anderes Problem. Ich dachte schon so, Frostwiderstandstränke, warum? Ja? Bei ein paar normalen Plünderern, was sollen wir denn damit? Frostwiderstandstränken, ja, die Frage hat sich gerade geklärt, was wir mit den Frostwiderstandstränken sollen.
Jetzt wissen wir's. So, Kollege Nummer 1 ist auf jeden Fall schon mal am Brennen. Dann werden wir Kollege Nummer 2 auch noch anzünden. Und danach werde ich mal schön hier versuchen, auf die blauen Teile zu schießen. So, beide am Brennen. Jetzt der eine nicht mehr. Boah, die holen mir halt auch die Steine vor der Nase weg. Ich verstecke mich hinter einem Stein. Und was denkt der sich? Ja, dann machen wir den Stein halt kaputt. Ne, Problem gelöst. Hatten wir nicht schon oft genug das Vergnügen mit euch? Jetzt habe ich keine Munition mehr in meinem Feuerbogen. Ich hatte doch inzwischen wirklich oft genug das Vergnügen mit den Frostklauen, oder nicht? Irgendwann reicht's doch auch mal, oder? So, jetzt haben wir ein Munitionsproblem. Pass auf, wir wechseln mal auf den Jagdbogen und versuchen mal, ihm die Teile abzuschießen, die wehtun. 673, das ist ein sehr, sehr schöner Schuss gewesen. So, wir decken seine Bauchabdeckung frei. Und dann versuchen wir da schön reinzuschießen. Ja, danke. Kannst du mal bitte aus meinem Gesicht gehen? Das wäre wirklich sehr, sehr freundlich. Sehr, sehr freundlich. So, wir schießen ihm schön den Schutz von seiner Bauchdings weg. Und dann schießen wir da rein. Das ist zumindest der Plan. 228. Jetzt haben wir getroffen. Bauchding ist getroffen und er kriegt gut Schaden. Wenn man es einmal schafft, sie einzufrieren, dann macht man danach richtig schön Schaden. Ich muss ja sagen, inzwischen vermisse ich fast so ein bisschen die Donnerkiefer und Sturmvögel und den ganzen Kram. Ja? Weil wir kämpfen halt jetzt immer nur, wenn es gegen starke Gegner gehen soll, kämpfen wir jetzt immer nur gegen Frostklauen. Die werden doch irgendwann auch langweilig, Mensch. Wie wäre es dann mal wieder mit einem Sturmvogel oder einem Donnerkiefer mal zur Abwechslung? Ne? Hätte ich auch nochmal Bock drauf. So, Numero Uno hatten wir damit schon mal. Jetzt kommt der zweite und will auch noch mitspielen. 226. Und da war die Eisexplosion. Genau die wollte ich doch. Also ich bin inzwischen echt gut bei den Frostklauen. Wir sind geübt. Wir wissen, wo wir hinschießen müssen. Wir wissen, wie wir denen wehtun. Und jetzt müssen wir nur noch draufschießen quasi. Jetzt kriegt er nämlich richtig schön Schaden. Während die in ihrem Frostzustand sind, kriegen die richtig gut Schaden. 449 und 75 und 75 und 7 und jetzt aber. Oh. Ja, es wäre ja auch zu leicht gewesen, die paar Plünderer, die da kamen. Bei den Plünderern dachte ich so, warum sollen wir denn einen Frostwiderstandstank bei Plünderern benutzen? Ja, ich hätte es wissen müssen, dass das Spiel noch mehr für uns im Petto hat. Natürlich kommen dann noch zwei Frostklauen. Aber ganz ehrlich, das ist so wirklich, wie ich es eben gesagt habe. Inzwischen hätte ich ja fast mal wieder Lust auf ein bisschen Abwechslung. Weil immer wenn starke Gegner kommen hier in dem Frozen Wilds DLC, sind es halt Frostklauen. Und jetzt haben wir bestimmt schon 10 oder so von denen ausgeschaltet. Inzwischen würde ich mir ja fast mal wieder so einen Kampf gegen den Donnerkiefer oder sowas wünschen. Die vermisse ich inzwischen fast schon. So, Frostklauenlinse. Und der hatte sogar was Lilanes dabei. Aber die sind schon cool als Gegner, ja? Versteht mich nicht falsch. Die machen Laune. Die haben auch coole Angriffsmoves und so. Und die sind auch schwierig. Sag mal lieber. Kleidung hast du, Arsch gerettet habe ich dir auch. Was kann ich noch für dich tun? Das war vielleicht ein Kampf. Deine Prüfung ist vorbei. Andere Banuk haben den Mann getötet. Deshalb, weil er ein Karja war. Weißt du, warum ich ihn schlagen wollte? Er hat die Ehre der Banuk in Frage gestellt. Die Ehre. Das habe ich gedacht. Na los, bringen wir dich zurück. Wenn ich unten bin, finde ich den Weg auch allein. Ich muss nur nachdenken. Daran bin ich gewöhnt. Wer weiß schon, was passiert. Dann sehe ich dich in der Stadt. Du musst dort ankommen, okay? Ich verspreche es. Gehe in Frieden, mein Freund. Laut Banuk-Gesetz ist er unschuldig, wenn er überlebt. Aber ich will seinem Häuptling beweisen, dass er nie schuldig gewesen ist. Okay, also wenn man hier ohne Kleidung ins Exil geschickt wird, in die eisige Kälte und das Ganze überlebt, dann wird man automatisch für unschuldig erklärt. Wollen wir seine Ehre natürlich retten. Also wir reisen zurück ins Verak. Wobei ich ja sowieso die Chefin bin. Also ganz ehrlich, eigentlich könnten wir einfach sagen, der ist unschuldig, nehmt ihn wieder auf. Ich bin doch sowieso der Chef im Geschäft. Aber egal. So, zurück in Sangesgrund. Wir reden mit Kopilai. Und dann schauen wir mal, ob wir die Unschuld wiederherstellen können von dem guten Kollegen hier. Schließlich haben wir ja Beweise gefunden. Inatut hat dir die Wahrheit gesagt. Das ist die Kopfbedeckung des Ermordeten. Du findest in einer Schlucht nordwestlich von hier noch mehr, auch die Leichname der Mörder.
Das Exil erfüllte trotzdem seinen Zweck. Er war unseres Verdachts schuldig. Das Schicksal fiel wie Schnee. Und falls Inatut zurückkehrt, wird er freigesprochen. Das ist nicht dein Ernst. Er spricht für den Verak, meine Nora-Freundin. Du siehst lächerlich aus. Wenn du zu meinem Verak zurückkehrst, verhältst du dich wie ein Banuk. Wie verhält sich ein Banuk, mein Häuptling? Wie ich? Ein Urteil akzeptieren für eine Tat, die er nicht begangen hat? Oder wie die anderen, die kaltblütig für Verbrechen töteten, die ihre Kaja-Opfer nicht begangen haben? Ich denke, was ich trage, macht mich nicht mehr und nicht weniger zu einem Banuk. Zu seinem eigenen Besten wäre es für ihn klug, weniger zu denken, Nora-Freundin. Ich spreche mit ihm. Aber nicht für dich. Eieiei, wieso eigentlich Häuptling? Ich dachte, ich bin die Häuptlingsfrau hier, Mensch. Verpisst euch alle aus meinem Verak. Weißt du, ihr seid mir sowieso alle ein Dorn im Auge. Ihr seid mir ein bisschen zu unfreundlich. Die sollten wir auch mal ins Exil schicken hier. So, Inatut. Ja gut, seine Kaja-Klamotten kann er ja ruhig wieder umziehen gegen Banu-Klamotten. So schlimm ist das doch nicht, oder? Ich widersprach dem Willen meines Häuptlings, verschmähte den Verak. Wie fühlst du dich? Wie nach einem Schlag in den Magen. Ich könnte einfach weitergehen. Aber wenn meine Wut verfliegt, bleibt mir nur noch nichts. Wo sonst soll ich hin? Du kannst für dich entscheiden, was es heißt, Banuk zu sein. Vielleicht ist es nicht das, was Häuptling und Schamane sagen. Ob du bei diesem Verak bleibst oder einen anderen findest. Ich bevorzuge Entscheidungen wie, ist eher links besser oder rechts. Du hast mehr zu bieten als deine Fäuste. Darum glaubte ich dir. Mein Häuptling brachte mir Ehrlichkeit bei. Sagte, ein Banuk ist kein Verräter, denn das Eis ist verräterisch genug. Ich bleib noch eine Weile sitzen und spreche dann mit ihr. Und du, Nora-Mädchen, nimmst du mein Geschenk an? Ein bisschen mickrig im Vergleich zu deiner großen Gabe, aber... Ich bin geehrt. Danke, Inatut. So, Grenzjustiz ist abgeschlossen. Und wir kriegen sogar eine Belohnungskiste, Erfahrungspunkte und 3 Blauglanz. Also Blauglanz ist halt immer die Währung hier. Und bei jeder Mission und jedem Auftrag kriegen wir das auch. Was ist denn in der Kiste Schönes drin? Eine außergewöhnliche Belohnungskiste mit einer Waffenspule drin. Eine Schockspule. Okay, soweit dazu. Jetzt haben wir bei den Quests tatsächlich nur noch eine. Und zwar Firebreak. Das ist ja quasi die Hauptquest. Als Häuptling des Verax muss Aloy, Aratak und Uherea auf den Donnerkampf führen, um die Geheimnisse darin zu entdecken. Und dafür müssen wir nach Langkehr begehen. Das könnte man natürlich jetzt in Angriff nehmen. Ansonsten könnte man auch noch... Also Blauglanz gibt es noch mehr als genug zu sammeln. Da gibt es wirklich noch sehr, sehr viel. Es gibt noch eine letzte Tierfigur. Es gibt noch ein Pigment irgendwo. Wo ist denn das letzte Pigment eigentlich? Das letzte Pigment ist hier vorne. Und hier... Achso, das ist Langkehr, aber da wollen wir sowieso hin. Ja gut, dann käme man da ja dann vorbei. Man könnte unterwegs den Blauglanz mitnehmen und da dann hier das Pigment. Und dann wären wir fast schon fertig. Aber pass auf, wir reisen mal ganz kurz zum Staudamm und holen uns die letzte Tierfigur. Weil das ist halt wirklich die letzte. Dann hätten wir die schon mal abgeschlossen. Das ist ja eine von den Sammelnebenmissionen, ne? Tierfiguren sind dann aus dem Weg geräumt. Dann können wir die noch dem Typen bringen, der die sammelt. Nehmen alle Kisten mit, gucken uns an, was der dazu zu sagen hat. Und dann ist das schon mal abgeschlossen. Also sammelmäßig sind wir schon fast fertig im DLC. Bis auf den Blauglanz, aber das ist halt auch sehr, sehr viel. Die Frage ist jetzt nur, wo wir hier die Tierfigur finden. Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass die im Inneren irgendwo, oder hier in dem Gebäude vielleicht... Vielleicht ist die hier in dem Gebäude drin, dann wäre es jetzt schnell erledigt. Ich habe jetzt nur die Sorge, dass wir jetzt hier lange suchen müssen, irgendwie im Staudamm oder sowas. Aber wenn die jetzt hier im Gebäude zu finden wäre, dann ist das schnell erledigt. Ja, hätte, Fahrradkette. Warte mal, hier oben können wir rein. Vielleicht auch auf der oberen Etage irgendwo. Ist ja auch möglich. Komm schon, gib mir die Figur. Wo ist die Figur? Ich glaube, auf meinen Zähnen bildet sich Frost. Ja, das ist nicht gut. Frost auf den Zähnen klingt nicht so gesund. So, hier ist noch ein Gebäude. Lauter Trümmer hier und Gebäudeteile. Aber ich sehe noch keine Figur. Könnte auch hier unten drin sein. Ah, ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Okay, es ging doch schneller als gedacht. Das ist die letzte Tierfigur. Irgendeine Art Tier. Ein Erinnerungsstück der Alten.
Es sind ja auch nur 6 Stück, die wir sammeln müssen. Insofern haben wir die jetzt schon fertig. Und die können wir abgeben bei... Ja, wie heißt der Kollege? Oh, alle Tierfiguren gefunden. Guck mal, gibt es sogar eine Trophäe für. Ist das nicht einfach schön, Mensch? So, dann gibt es jetzt hier oberhalb von dem Staudamm. Ich habe jetzt mal eben hier hochgeportet. Das sind alles so Dinge. Ach, guck mal, ich habe es schon gefunden. Ich wollte gerade sagen, hier gibt es noch irgendwo Blauglanz. Gott sei Dank von dem Lagerfeuer hier direkt einmal um die Ecke. Gut, hat sich also schon erledigt. Also es war hier oberhalb vom Staudamm. Da unten war die Tierfigur. Hier war jetzt noch Blauglanz. Und dann sind da nochmal 3 Blauglanz. Die nehmen wir jetzt auch noch eben mit. Weil dieser Blauglanz, das ist halt, davon gibt es sehr viel auf der Karte verteilt. Und die jetzt alle dann mal irgendwann abzugrasen, habe ich gar keine Lust drauf. Deswegen versuche ich jetzt schon immer, die mitzunehmen, wenn wir gerade irgendwie in erreichbarer Nähe sind. Damit wir dann am Ende nicht noch die ganze Karte voll haben von dem Blauglanz. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Und wenn wir das immer schon so ein bisschen mitnehmen unterwegs, dann ja, leert sich die Karte schon so ein bisschen, was den Blauglanz angeht. Dann ist es nicht mehr so viel nachher. Weiß auch gar nicht, vielleicht müssen wir den ja gar nicht komplett einsammeln. Vielleicht mache ich das auch unnötigerweise. Es kann ja sein, dass wir den Blauglanz gar nicht brauchen, aber... So, eins habe ich schon mal gefunden. Ach, guck mal, das sind auch direkt wieder mehrere nebeneinander. Ja, genau. Es ist halt... Alles scharf. Ich muss ihn ganz vorsichtig anfassen. Wenn man es dann einmal hingeschafft hat, dann ist es meistens auch nicht so schwer, die zu finden. Also, die findet man dann schon schnell. Nur man muss halt in die richtigen Regionen. Genau, das waren die 3 Stück hier. Alle 3 direkt nebeneinander. Perfekt, damit haben wir auch schon wieder 13 Blauglanz zusammen. Und genau, wieder einen von diesen Blauglanz. Es sind auch meistens so Grüppchen. Hier sind irgendwie 4, 5 Stück. Und dann irgendwie da oben in der Ecke waren nochmal 4, 5 Stück. Also sind dann immer in so Grüppchen verteilt. Wir sind wieder in der Nähe von Lautloch. Hört ihr das? Ich höre das Trommeln von Lautloch. Ist auch schon jetzt länger her, dass wir hier waren. Hier hatten wir damals Schluss gemacht, ein paar Monate lang. Und dann hier wieder weitergemacht. So, und hier oben in den Felsen müsste noch irgendwo eine Blauglanzformation sein. Oder auch 1, 2, 3 oder ein bisschen mehr. Das Gute ist ja wirklich, den Hinweg kann ich euch auch sparen immer. Den kann ich dann immer easy schneiden. Meistens ist das sowieso nur irgendwie zum nächstgelegenen Feuerstelle teleportieren. Ouch. Und dann noch ein paar Meter in den Fels reinlaufen. Aber warte mal, wie kommen wir denn hier, wo müssen wir denn hier überhaupt hin? Es könnte überall sein hier in den Bergen, ne? Schwierig. So, einen habe ich auf jeden Fall gefunden. Das ist hier oben. Warte mal, wo sind wir denn jetzt hier kartenmäßig? Genau, hier ist nämlich auch wieder so eine Ansammlung von, ich glaube, sogar 5 Stück. Also... Suchen wir diesem Blauglanz ein besseres Zuhause. 1 und 2 und 3 und... Oh, ist das herrlich, Freunde. Ein bisschen klettern und dann ist alles voll hier. So viel Blauglanz. Ist das nicht einfach schön hier? Guck mal hier, zack. Man muss es nur einsammeln. So, hier ist noch einer. Und einer fehlt, glaube ich, noch, oder? Genau, ein letzter fehlt noch. Moment, einen habe ich übersehen anscheinend. Einer muss hier noch irgendwo sein, ich entdecke ihn aber nicht. Also ich glaube, er ist nicht hier oben in den Bergen tatsächlich. Ich hoffe es zumindest. Weil jetzt habe ich mich abgeseilt. Wenn er jetzt doch oben war, dann ist blöd. Dann, keine Ahnung, müssen wir den irgendwann anders nochmal holen. Ich glaube, wir sind richtig. Aber es ist eben doch irgendwie... Ja, hier ist er. Seht ihr, hier liegt hier unten doch. Also hatte ich recht mit dem Abseilen. Aus dem hier ist eine ganz schöne Menge Blauglanz herausgeflossen. Genau, und den sammeln wir nämlich liebend gern ein. So, jetzt haben wir also wieder 2 Blauglanzherde hier geklärt. Alles rund um den Staudamm ist jetzt also wirklich weg. Tierfigur, Blauglanz und was man sonst noch so sammeln könnte. Und das Zeug bringen wir jetzt noch zu dem Sammler. Jetzt muss ich nur noch mal überlegen, welcher Typ war der Sammler? Ich glaube, das war der hier, genau, der Tierfigurensammler. Da teleportieren wir uns noch eben hin, geben die restlichen Tierfiguren ab, dann freut er sich und dann sind wir für heute fertig. Und beim nächsten Mal geht's dann wahrscheinlich wirklich nach Langkerbe. So, mein Freund, ich weiß gar nicht mehr, wie du hießt, aber ist egal. Ich hab dir deine letzten Tierfiguren gesammelt. Wenn der jetzt nicht glücklich ist, dann weiß ich auch nicht. Der muss doch wahrscheinlich voll aus dem Häuschen sein, wenn wir ihm das Zeug bringen, oder? Bitteschön, bitteschön. Können wir über deine Figuren sprechen? Es sind nicht meine, aber ich kann jederzeit über sie sprechen. Genau, so, warte mal, ich hab nämlich noch bitte neue Figuren. Enyuk. Das müsste die letzte der Figuren sein. Pass auf, also warte mal, die Kiste hatten wir schon und die Kiste hatten wir schon. Jetzt haben wir noch 4 weitere. Die Belohnungskiste 1, 2, 3, 5 und damit sind wir vollständig. Beim blauen Licht, ich wusste nicht, ob die Sammlung je vervollständigt wird. Schau sie an, sie sind wunderschön. Ich danke dir sehr, Aloy. Das ist wahrscheinlich die letzte Aufzeichnung über die Existenz dieser Tiere. Nimm dies. Das ist das Mindeste. Und komm gerne wieder. Ich und unsere Tierfreunde warten auf dich. Ich wette, wir kriegen Blauglanz, oder? Handeln können wir ja jetzt mit ihm nicht mehr. Ich glaube, das war's erstmal. Bis zum nächsten Mal. Ich dachte, wir kriegen auch Blauglanz von ihm, aber der Blauglanz ist ja wahrscheinlich in den Kisten drin, ne?
Also, Schatzkisten. Ja, 4 Stück haben wir jetzt noch zusätzlich. Mal schauen. Ein Blauglanz, einmal Dachsknochen, einmal Metallbrand. Dann einmal Blauglanz, einmal Eichhörnchenknochen und Echohülsen. Blauglanz und eine Traditionalisten-Waffenspule. Und Blauglanz, reflektierendes altes Amulett und eine weitere Waffenspule. War das eine jetzt für den Speer? Ich glaube, eins davon war für den Speer, aber es ist nur eine grüne. Damit kann ich auch nichts anfangen. Och Mensch, wir haben aber wirklich ein bisschen Pech, was das angeht, ne? Wobei wir diese Traditionalisten-Waffenspule können wir reinmachen. Die ist aber eigentlich eher für den Kriegsbogen gedacht. 51 Schaden, 35 Schock, 35 Eis, das ist eigentlich für den Kriegsbogen gedacht. Aber da die mehr Schaden hat als meine aktuelle, können wir die trotzdem reintun. Ich spiele ja mit dem Kriegsbogen nicht, aber mit Schock und Eis ist sie natürlich nicht für den Jägerbogen gedacht. So, damit haben wir jetzt auch hier bei Frozen Wilds 49,34%, also angeblich erst fast die Hälfte. Aber, naja, okay, gut. Dann können wir uns jetzt noch die letzten Aufzeichnungen anhören. Warte mal, welche hatten wir denn schon? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche wir noch nicht hatten. Puma Concolor. Der schreckliche Puma. Präsentiert von Montana Recreations. Sein Fell ist sandfarben. Hat sich das Tier vielleicht eingegraben? Vielleicht waren die Zähne nur zum Graben. Ich glaube kaum. Ich glaube kaum. Dann haben wir hier einen Büffel, glaube ich. Ich erkenne das nicht, die Figur ist so klein. Sieht aber aus wie ein Büffel oder sowas. Bison, Bison, Bison. Auf Latein der tatsächliche Name des prächtigen amerikanischen Bisons. Präsentiert von Montana Recreations. Latein? Vielleicht ein Brauch der alten Welt, den Namen eines besonders verehrten Tiers mehrfach zu wiederholen. Bison, Bison, Bison. Ja, also kein Büffel, sondern ein Bison. Aber ich kenne mich auch bei diesen ganzen Tieren nicht aus. Bisente oder Bisons haben wir ja bei uns nicht so viel, sondern nur im Zoo meistens. Ich glaube, die Bären und sowas hatten wir schon. Das Vieh hatten wir noch nicht hier. Dürfte ein Hirsch sein oder sowas. Odocoileus virginianus, der erhabene Weißwedelhirsch. Präsentiert von Montana Recreations. Sieht nicht wie ein Raubtier aus. Hat vielleicht mit den Hörnern Beute erlegt, wenn es schon keine scharfen Klauen hatte. Naja, nicht ganz. Und den hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Das könnte ein Elch sein. Alces, Alces. Der edle Elch. Präsentiert von Montana Recreations. Die Hörner sind wie Bäume. Na klar, dieser Elch hat sich mit diesen seltsamen Auswüchsen im Wald getarnt. Ich finde das herrlich, was er so für Theorien entwickelt zu den Tieren. So, der Puma hat sich eingegraben, weil er sandfarben ist und sowas. Okay, herrlich. Aber das war auf jeden Fall ja ein Teil der Sammelnebenmissionen. Jetzt fehlt also wirklich nur Blauglanz und halt das eine Pigment da ganz hinten. Aber da kommen wir sowieso dran vorbei, wenn wir nach Langkerbe wollen. Und das machen wir ja beim nächsten Mal. Nach Langkerbe die Hauptmission weitermachen. Soweit für heute. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr ein Däumchen da lasst. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder bei Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds. Tschüssi.